Darum werde ich Mark und wer nicht. Du hast Zeit, die Zweifler zu überzeugen. Aber ich sorge mich um unsere Auswahl. Sie wird weniger, da wir uns nicht festgelegt haben. Als deine Agentin empfehle ich dir jetzt, eine Entscheidung zu treffen. Um Komfort und andere Details können wir uns später kümmern. Ich möchte, dass du dir die ansiehst. Du hast dir jedes dieser Angebote verdient. Also nimm dir Zeit und lies sie dir durch. Sorge dich nicht ums Kleingedruckte. Bringen wir dich in der Formel 1 unter. Okay, ich sollte was? Ausgezeichnete Wahl. Den Gesprächen mit Ihnen nachzuurteilen, werden Sie sich sehr freuen, mit dir zu arbeiten. Ich lasse Sie sofort von deinen Plänen wissen. Ich muss noch ein paar letzte Details mit Ihnen klären, aber dafür bezahlst du mich ja. Davon abgesehen, meinen Glückwunsch hast du verdient. Oh, hey, du bist hier. Sorry, ich bin auf dem Sprung. Dein Arbeitsplatz ist da hinten. Es sollte alles eingerichtet sein im Netzwerk. Falls nicht, sag den Jungs Bescheid. Von dort aus kannst du auf alle nötigen Daten zugreifen, um die Entwicklung des Autos zu fördern. Richte dir alles ein. Begib dich zum Training, wenn du fertig bist. Wir sehen uns dann später. Willkommen in deinem neuen Team. Haas ist ein Team, das sich darauf spezialisiert, aus jeder Investition maximale Gewinne herauszuholen. Das ist auch der Grund dafür, dass das Team nie zu den Schlusslichtern gezählt hat. Der Rennstall hat bereits während seiner ersten Saison im Mittelfeld begonnen und ist sofort erfolgreich durchgestartet. Jetzt bist du eine dieser Investitionen. Und du willst doch zeigen, dass du jeden Cent wert bist, oder? Rivalitäten zu gewinnen ist ein guter Weg, den Respekt deines Teams und der Rennstelle zu gewinnen. So können wir bessere Verträge aushandeln. Dein erster Rivale ist immer dein Teamkollege. Aber du kannst dich frei entscheiden, wen du zum Rivalen erklären willst. Je stärker der Rivale, desto mehr Respekt kannst du gewinnen. Oder verlieren. Willkommen in Melbourne und beim ersten Event der Formel-1-Saison 2019. Das Rennen fängt gleich an und man merkt die Spannung in der Luft. Man hat das Gefühl, dass in diesem Jahr alles möglich ist.
Dieses Wochenende könnte also das erste Kapitel einer sensationellen Formel-1-Saison werden. In der Kommentatorenbox leistet mir auch heute Stefan Römer Gesellschaft. Es ist toll, dich wieder bei mir zu haben. Was kannst du uns... Das erste Rennen der Saison ist immer etwas schwierig für uns auf der Strecke, aber auch für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Sprit verbraucht ist, desto mehr hilft uns das weiter. In der gnadenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jeder... Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Vergiss nicht, in der DRS-Zone dein DRS zu aktivieren. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Alter, was ist da los? Zeit raus. Kurve 3, Kurve 4, Kurve 8, Kurve 13. Yeah.
Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Wir haben genügend. Wir müssen sicher gehen, dass du deine Reifen im Laufe einer Runde richtig verwaltest, also versuch die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig. Okay, wir müssen das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen.
erste Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde. Hier testen wir Treibstoffmanagement, also versuche beim Einfahren in die Kurve die Lift-and-Coast-Technik anzuwenden. Sei nicht zu aggressiv am Gas, aber denk daran, du musst die minimale Rundenzeit unterbieten. Okay, gute Runde, aber da geht noch wesentlich mehr. Nicht locker lassen.
War nicht gut, du musst dich noch verbessern. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Thomas, Verstappen und Sergio Perez. Das war... So. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Nach viel harter Arbeit ist es heute Zeit für Ihr Debüt in der Formel 1. Sie sind sicher auch... Also, wie kommen Sie mit Ihrem Team zurecht? Fügen... Was erwarten Sie von dieser Saison? Wollen Sie sich... Klasse, das war dann alles.
das soll...